Meine Damen und Herren, ich bitte, Platz zu nehmen. Meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung wieder und erteile dem Innenminister das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hege keinen Zweifel, dass die Sozialdemokraten grundsätzlich zum Rechtsstaat stehen. Mir hat im vorliegenden Fall allerdings durch den Redner der Sozialdemokraten eben dieses klare Bekenntnis gefehlt. Übrigens, ja, ich gebe Ihnen ja nur, ich versuche ja nur zu erklären, was mich bewogen hat, und ich komme dann zu dem, was Sie wahrscheinlich am meisten interessiert. Und das mache ich gerne, weil ich da kein Problem habe. Mir hat das klare Bekenntnis gefehlt. Mir hat ja auch, wie ich das gesagt habe, das klare Bekenntnis zum sozialdemokratischen Wetterauer Landrat gefehlt. Ich bedauere, wenn es zu dem Missverständnis gekommen ist, dass sich die Rechtsstaatlichkeit der Sozialdemokraten generell infrage gestellt haben könnte. Dies war ausdrücklich nicht meine Intention und ist im Übrigen auch nicht meine Auffassung, wie jeder hier im Hause weiß. Vielen Dank, Herr Minister. Damit ist das geklärt. Dann fahren wir weiter fort in der Tagesordnung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5. Meine Damen und Herren, der Punkt ist erledigt. Ich rufe auf den Punkt 45, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Aktuelle Stunde, Hessen muss Einwanderungsgesetz mittragen, anschließend Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP und Dringlicher Antrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das Wort hat die Frau Kollegin Nicola Beer. Bitte sehr. Können Sie das wieder einsortieren? Gebt ihr mir Saft? Ja. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Deutschland braucht endlich ein Einwanderungsgesetz. Deutschland ist ein Einwanderungsland, und zwar bereits seit Jahrzehnten. Aber dadurch, dass es kein Einwanderungsgesetz in unserem Land gibt, haben wir auch seit Jahrzehnten eine de facto Einwanderung über den Umweg des Asylrechts, über die Härtefälle, die dann der Petitionsausschuss zu entscheiden hat, und auch das Aufenthaltsgesetz in diesem Lande mit seinen unpraktikablen und auch unzureichenden Regeln kann ein entsprechendes Einwanderungsgesetz nicht ersetzen. Für uns als Freie Demokraten ist deswegen absolut nicht nachvollziehbar, warum diese Landesregierung die aktuellen Initiativen verschiedener Bundesländer, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen und Bremen für ein Einwanderungsgesetz in Deutschland nicht unterstützt hat. Wir fordern die Landesregierung auf, ganz im Gegenteil, solch eine Initiative voranzutreiben. Das ist auch aus den Bundesländern über den Bundesrat möglich. Der Antrag, hinter dem Sie sich heute hier verstecken wollen, mit Hinweis auf die Kompetenz des Bundes, ist wirklich peinlich, meine Damen und Herren. Aber mir geht es gar nicht um diese Koalitionsarithmetik. Mir geht es inhaltlich darum, dass man doch wirklich heute dringender als denn je weiß, dass wir ein Einwanderungsgesetz brauchen, dass es nahezu fahrlässig ist, die Augen davor zu verschließen, wie sehr es uns schadet, dass wir dieses Einwanderungsgesetz nicht haben. Deutschland braucht qualifizierte Einwanderung, aber bitte gesteuert und nicht derartig chaotisch und ungesteuert, wie wir das momentan organisieren. Wir brauchen Einwanderung über ein Gesetz mit Punktesystem, das klare Kriterien für Qualifikation, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Integrationswillen aufstellt. Wir brauchen dieses Einwanderungsgesetz, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Wir wissen doch, dass wir ca. 350.000 Personen, Fachkräfte jedes Jahr entsprechend als Lücke, als Bedarf haben. Wir brauchen es auch,
nämlich als Einladung in unseren Arbeitsmarkt, um die sozialen Sicherungssysteme zu stützen, zusätzliche Fachkräfte, die arbeiten, Steuern und Abgaben zahlen, stabilisieren, auch hier in einer schwierigen Situation. Wir würden mit einem Einwanderungsgesetz aber eben auch erreichen, dass wir den Druck aus dem Asylsystem nehmen, dass wir die Hilfen, die Antragsberatung, die entsprechende Beschleunigung der Verfahren auf die konzentrieren, die wirklich politisch oder religiös verfolgt sind, auch auf die, die in der zweiten Säule als Bürgerkriegsflüchtlinge auf Zeit in unser Land kommen. Von daher wäre es auch wesentlich humaner, über ein Einwanderungsgesetz zu steuern. Und gleichzeitig kann ich auch vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten in diesem Land gerade die Position der Christdemokratie an diesem Punkt nicht nachvollziehen. Die Bevölkerung erwartet doch, dass man ihr über ein Einwanderungsgesetz aufzeigt, dass wir Möglichkeiten haben, Einwanderung zu steuern und nicht chaotisch abzuwickeln, dass es klare Kriterien gibt, die transparent sind und die entsprechend rechtsstaatlich angewendet werden, um das Chaos endlich zu beenden. Und ich glaube, es ist auch nur fair gegenüber den Einwanderungswilligen, transparent auf den Tisch zu legen, welche Bedingungen wir daran stellen, sie in unseren Arbeitsmarkt einzuladen, in welchen Möglichkeiten wir jährlich eben diese Einladungen aussprechen. Das wäre ein faires Angebot an all die, die aus wirtschaftlichen Gründen zuwandern wollen. Und die sollten wir nicht zum Missbrauch des Asylsystems entsprechend drängen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Debatte ist ja nicht neu. Ruth Wagner hat im Jahr 2000 diese Diskussion im Bundesrat schon aufgegriffen. Sie haben selbst von der Christdemokratie mit Frau Süssmuth, die ja gerade ihren 80. Geburtstag gefeiert hat, im Jahr 2001 schon die Ergebnisse der Süssmuth-Kommission vorgelegt. Hier werden brauchbare Vorschläge gemacht. Brauchbare Vorschläge von Ihrer Parteifreundin. Und ich darf im Übrigen darauf hinweisen, dass die Süssmuth-Kommission auch schon im Jahr 2001 darauf hingewiesen hat, dass es dringend notwendig ist, die Datenerhebung mit Foto, mit entsprechenden Pässen. Kollegin Beer, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Also ich habe hier nach der Uhr noch 42 Sekunden. Kollegin Beer, die Redezeit wurde hier nicht angenommen von der Apparatur, aber die aktuelle Redezeit ist bei Ihnen jetzt 5 Minuten 30, also mit meiner Einlassung. Ja, okay, aber dann müsst ihr irgendwann mal an eurem Apparat arbeiten, weil man stellt sich das ja hier auch nach der Redezeit ein, die hier angezeigt wird. Also, dann komme ich etwas verkürzt zum Schluss. Wir wollen, dass es ein Einwanderungsgesetz gibt. Es ist ein Fehler, dass die Große Koalition im Bund sich auf ein Integrationsgesetz beschränkt. Es ist ein Fehler, dass diese Landesregierung hier nicht handlungsfähig ist, weil es wird nämlich nachher den Wohlstand in diesem Land schädigen. Und das wiederum, das schadet Deutschland. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollege Di Benedetto, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unser Bundesland Hessen hat bei der Bewältigung der ersten Schritte zur Aufnahme und Integration der hohen Zahl der Neuzuzüge von Geflüchteten in den vergangenen anderthalb Jahren bundesweit, wie ich meine, eine gute Figur abgegeben. Ja, das kann man auch aus Sicht der Opposition im Großen und Ganzen so auch sagen. Umso unverständlicher ist, dass gerade vor diesem Hintergrund sich Hessen bei der Integrationsministerkonferenz sich trotz einer Enthaltung wieder einmal gegen ein dringend benötigtes Einwanderungsgesetz ausgesprochen hat. Es ist für mich unbegreiflich, warum die Hessische Union sich immer noch mit Händen und Füßen gegen ein modernes Einwanderungsgesetz stemmt. Ein Einwanderungsgesetz wird nicht mehr Menschen nach Deutschland holen, meine Damen und Herren der Union, sondern kontrolliert genau die, auf die unser Arbeitsmarkt so dringend angewiesen ist. Was haben Sie daran auszusetzen, meine Damen und Herren?
Die GRÜNEN fordern nicht nur in Berlin schon seit Jahren neue und zeitgemäße Einwanderungsregelungen. Die GRÜNEN in Hessen, was machen Sie oder was haben Sie gemacht in den letzten 2,5 Jahren? Sie sind in erster Linie damit bemüht, den schwarz-grünen Koalitionsfrieden nicht zu gefährden. Ob wir damit oder mit dieser Haltung die anstehenden Herausforderungen im Bereich Migration und Integration bewältigen können, das wage ich zu bezweifeln. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diesen blitzschnellen Antrag hier noch heute eingebracht haben, der nichtssagend ist. Das ist der Beweis dafür, dass man so Integration nicht organisieren kann, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, unsere Republik wird im nächsten Jahrzehnt massiv vom demografischen Wandel betroffen sein. Sinkende Geburtenraten und eine alternde Bevölkerung stellen die Wirtschaft, die Sozial-, die Gesundheits- und Rentensysteme vor enormen Herausforderungen. Einwanderung allein aus der Europäischen Union wird in vielen Branchen und Mangelberufen definitiv nicht ausreichen. In den nächsten 10 Jahren verliert Deutschland über 6 Millionen Erwerbstätige. Selbst eine systematische Qualifizierung und Ausschöpfung des in Deutschland verfügbaren Potenzials an Erwerbspersonen werden nicht ausreichen, um diese enorme Lücke zu füllen. Deutschland ist daher dringend auf die Einwanderung qualifizierter Fachkräfte aus den Drittstaaten angewiesen. Dazu brauchen wir ein klares und transparentes Einwanderungsgesetz, das für inländische Arbeitgeber genauso wie für potenzielle Arbeitskräfte aus dem Ausland leicht verständlich und anwendbar ist und auch die Akzeptanz von Einwanderung innerhalb der deutschen Bevölkerung erhöht. Lassen Sie mich auf einen anderen Aspekt kommen, über den wir in den vergangenen Monaten hier immer wieder debattieren mussten, leider debattieren mussten, die für mich auch im Zusammenhang mit einem modernen Einwanderungsgesetz steht. Der neue Aufstieg des Rechtspopulismus und der damit einhergehende Anstieg rassistischer Gewalt in Deutschland erfordern ein klares Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsland. Wir stehen hinter den Menschen, die unser Land und unsere Gesellschaft seit Jahrzehnten bereichern. Wir stehen für ein offenes und tolerantes Deutschland, ein Deutschland, das sich nicht abschottet, sondern Einwanderung in kontrollierter und für alle nachvollziehbarer Weise erlaubt. Und genau dafür brauchen wir ein modernes Einwanderungsgesetz, um glasklar zwischen Arbeitsmigration und Zuwanderung aus anderen Motiven zu trennen. Die gegenwärtig gültigen Regelungen im Bereich des legalen Zugangs von Ausländern zum deutschen Arbeitsmarkt gleichen eher einem Chaos, und sie bringen den gewünschten Erfolg eben nicht. Das sehen wir tagtäglich. Es sind übrigens annähernd 50 Einwanderungsregelungen. Da blicken oft auch die Profis nicht richtig durch. Und das, meine Damen und Herren, kann so nicht bleiben. Ein Einwanderungsgesetz im Sinne meiner Partei, ich muss leider kürzen, das möchte ich abschließend in aller Deutlichkeit doch sagen, berührt den gesamten Asylbereich in keiner Weise. Die Aufnahme von Geflüchteten ist weiterhin eine humanitäre Verpflichtung und kann daher auch nicht durch ein Einwanderungsgesetz geregelt werden. Und ich fordere abschließend die schwarz-grüne Koalition auf, endlich ihre Blockadehaltung aufzugeben, damit das dringend benötigte Einwanderungsgesetz hier auf den Weg gebracht werden kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bauer, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Deutschland hat eine lange Zuwanderungsgeschichte. Und die Zuwanderung der vergangenen Jahrzehnte geschah nicht im rechtsfreien Raum. Illegale Einwanderung war und ist zwar ein Dauerproblem, aber es gab zu allen Zeiten in unserem Land auch legale Zuwanderung auf Basis deutscher Gesetze, auf der Grundlage von der Bundesrepublik Deutschland geschlossener Abkommen und Verträge, kurzum auf Basis deutschen Rechtes. Von einer Chaotisierung zu sprechen, ist nicht angebracht, meine Damen und Herren.
Ich möchte deshalb gleich zu Beginn deutlich machen, als hätten wir einen Zustand völlig ungeregelter Migration. Das Gegenteil ist der Fall. Die Bücher um das Zuwanderungsrecht füllen ganze Regale und Bibliotheken. Im Mittelpunkt steht dabei das Aufenthaltsgesetz. Das umfasst Regelungen z.B. für Zuzugsmöglichkeiten ausländischer Ehepartner, für Deutsche, für Zuzugsmöglichkeiten von Fachkräften, von Studenten und vieles andere mehr. Man könnte plakativ zusammenfassen, Deutschland hat bereits ein Einwanderungsgesetz, das heißt Aufenthaltsgesetz. Die CDU fordert, und für uns gilt Folgendes, die Aspekte der Migration sind vielfältig. Asylrecht, Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention, subsidiärer Schutz, legale Einwanderung. Damit verbunden sind wichtige Fragen der Integration des Aufenthalts- und Leistungsrechts. Auch zum Staatsangehörigkeitsrecht gibt es einige Fragen. Und um diese Dimensionen der Einwanderung auf eine systematische, sachgerechte und politisch kluge Weise miteinander zu verbinden, wollen wir als Union ein Dachgesetz schaffen. Dafür tritt die CDU ein, meine Damen und Herren. Um es noch einmal zu betonen, wesentliche Fragen, die den Aufenthalt und die Integration von Ausländern in Deutschland betreffen, sind auch heute schon geregelt. Deutschland hat in den Jahrzehnten vor Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes und erst recht in den letzten Jahren so viele Zuwanderer aufgenommen wie kaum ein anderes Land in dieser Welt. Diese Zuwanderer haben sich teilweise gut in unsere Gesellschaft integriert, aber es gibt ehrlicherweise gesagt auch Probleme. Und aus allen Parteien wird trotz der bestehenden Zuwanderungssituation die Forderung nach einem neuen Einwanderungsgesetz erhoben. Es soll mehr Klarheit schaffen, bestehende gesetzliche Regelungen bündeln und neue Einwanderungskriterien fordern. Praktisch sind sich alle demokratischen Parteien darin einig, dass wir Zuwanderung von wirklich qualifizierten Arbeitskräften benötigen. Dazu bekennt sich auch die Union. Aber es ist ja nicht so, als dass gar nichts geschehen wäre. Ich will nur einiges nennen. Hochqualifizierte Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten können heute schon mit der blauen Karte EU bereits seit dem 1. August 2012 einreisen. Das Aufenthaltsgesetz regelt bereits heute die Einwanderung von solchen Fachkräften und ihren Familienangehörigen. Es gibt auch heute bereits schon ein Jobseeker-Visum, mit dem sich Hochqualifizierte in Deutschland nach einem Job umsehen können. Und, meine Damen und Herren, die OECD hat nicht umsonst in einem Bericht Deutschland attestiert, inzwischen zu einem der OECD-Länder mit der geringsten Beschränkung für die Zuwanderung von hochqualifizierten Fachkräften zu zählen. Das ist immerhin ein Hinweis. Im Ergebnis kommen gleichwohl wenige dieser Zielgruppe nach Deutschland. Hochqualifizierte ziehen den angelsächsischen Sprachraum vor. Daran würde wohl auch ein weiteres Gesetz nicht leicht etwas ändern können. Da muss man realistisch sein. Denn Zuwanderung entscheidet sich nicht allein nach den rechtlichen Rahmenbedingungen und der wirtschaftlichen Attraktivität eines Landes. Sprachliche Hürden für Hochqualifizierte nach Deutschland zu kommen, lassen sich eben nicht leicht aus der Welt schaffen. Da helfen dann aber auch nicht so absurde Vorschläge wie aus dem FDP-Einwanderungskonzept nicht weiter. Englisch soll nach Vorstellung der Freidemokraten, ich darf zitieren, zur ergänzenden Verkehrs- und Arbeitssprache in der öffentlichen Verwaltung werden. Nein, sage ich dazu. Für uns gilt, Amtssprache ist und bleibt Deutsch, meine Damen und Herren. Auch die SPD erweckt mit ihrem Entwurf für ein Einwanderungsgesetz den Eindruck, als sei die geringe Nachfrage nach der blauen Karte auf die Unübersichtlichkeit zurückzuführen. Man gibt sich dem Glauben hin, mit der richtigen Gesetzesformulierung lasse sich die Realität schon korrigieren. Natürlich können und müssen wir mehr Werbung machen für die bestehenden Möglichkeiten. Aber dafür brauchen wir nicht weitere Gesetzesvorschläge von SPD und FDP und anderen. Meine Damen und Herren, Zuwanderung ist das Thema, was Menschen in unserem Land mehr bewegt als jedes andere. Es polarisiert auch. In der öffentlichen Wahrnehmung wird sich die Diskussion schnell auf eine einzige Frage reduzieren. Gibt es damit mehr oder weniger Zuwanderung? Wenn wir hier gesetzliche Pflöcke einschlagen wollen, dann muss dies nach einer breiten öffentlichen Debatte erfolgen. Wir Christdemokraten wollen mit einem Gesetz erstens Integration erleichtern, zweitens hochqualifizierte Fachkräfte nach einer bedarfsgerechten Auswahl auch den Zugang zu unserem Arbeitsmarkt ermöglichen, aber auch die Zuwanderung in soziale Sicherungssysteme verhindern. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Zuwanderung und Integration sind wichtige gesellschaftspolitische Herausforderungen. Ein klares Zuwanderungsrecht kann dabei helfen. Mit dem Integrationsgesetz haben wir bereits auf Bundesebene einen wichtigen Schritt vollzogen. Es legt damit die Grundlage für gelungene Integration von neuen Mitbürgern und für Menschen, die Hilfe brauchen. Beides macht unser Land zu einem starken Land in der Mitte Europas, das wir nicht nur sind, sondern das wir auch bleiben wollen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Für die Fraktion DIE LINKE spricht Kollegin Faulhaber. Da, falsch rum. Meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz hat ja gerade Hochkonjunktur. Und es fordern ja nicht nur SPD und Grüne und die FDP. Selbst die CDU hat sich auf ihrem Parteitag im Dezember 2015 auf dieses Thema eingelassen. Erstaunlich sind aber die Hoffnungen, die mit einem solchen Gesetzeswerk verbunden werden. Frau Beer hat ja hier vorgetragen, dass sie glaubt, Migration ließe sich durch ein Einwanderungsgesetz regeln, dass es möglich sei, dann klar zwischen Flüchtlingen und Migranten zu unterscheiden. Und genau darin, meine Damen und Herren, liegt meiner Ansicht nach das Manko in der aktuellen Diskussion. Entweder besteht eine Erwartungshaltung, dass durch ein Einwanderungsgesetz alle Fragen der Zuwanderung gelöst werden könnten, was ich eigentlich realitätsfremd finde, oder aber das Bedürfnis nach einem Einwanderungsgesetz entsteht unter dem Eindruck der gegenwärtigen Probleme bei der Migration, also im Zusammenhang mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen. Wie aber eine bessere Aufnahme von Menschen, die vor Krieg, Terror und Verfolgung fliehen, organisiert werden kann, lassen die vorliegenden Entwürfe für ein Einwanderungsgesetz leider unbeantwortet. Die aktuellen Probleme von Flucht und Asyl werden sich mit einem solchen Einwanderungsgesetz, wie diese Entwürfe sind, nicht lösen lassen. Die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz suggeriert weiterhin, dass es keine rechtlichen Regelungen im Bereich der Migration gäbe. Aber das ist falsch. Ein Mangel an Gesetzen und Verordnungen in diesem Bereich besteht ja nun gerade nicht. Neben dem Asylgesetz gibt es das Aufenthaltsgesetz, es gibt das Staatsbürgerschaftsrecht und es gibt sogar ein Zuwanderungsgesetz. Das Problem sind also nicht die fehlenden rechtlichen Grundlagen. Das Problem ist, dass die gegenwärtige Rechtslage auf Abschottung setzt und Einwanderung mehr als erschwert. Meine Damen und Herren, wir haben zahlreiche Vorschläge unterbreitet, wie Migration nach Deutschland erleichtert werden könnte und wie schikanöse Regelungen beseitigt werden könnten. Eine aktive Familienzusammenführung oder Probleme der Staatsangehörigkeit etwa können durch einfache Änderungen des bestehenden Rechts realisiert werden. Da ist kein großer gesetzgeberischer Wurf erforderlich, aber der politische Wille ist erforderlich, dass Einwanderung zu uns gehört und dass sie zugelassen wird. Und daran mangelt es ja in Wirklichkeit. Meine Damen und Herren, gerne wird beim Einwanderungsgesetz auf das kanadische Modell mit dem Punktesystem verwiesen. Ein solches Punktemodell soll die Bedürfnisse der deutschen Wirtschaft abbilden und eine entsprechende Auslese unter einwanderungswilligen Migrantinnen und Migranten ermöglichen. Ein Einwanderungsrecht, das nach Nützlichkeitskriterien aussucht, lehnen wir aber ab. Das Recht auf Einwanderung darf nicht davon abhängig gemacht werden, ob ein Mensch gewinnbringend für ein deutsches Unternehmen ist. Dieses Punktemodell blendet noch eine andere Frage aus. Was passiert denn mit den Menschen, die nicht in das Punkteschema passen? Sie werden trotzdem kommen, und sie werden weiterhin an den Küsten Italiens oder Griechenlands stranden. Keines der aktuellen vorherrschenden Probleme wird sich so lösen lassen. Meine Damen und Herren, 5.022 Menschen sind vergangenes Jahr beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, ums Leben gekommen. Damit war 2016 bislang das tödlichste Jahr in der Geschichte der EU-Flüchtlingspolitik. Diese Menschen hätten nicht sterben müssen, wenn es legale Wege der Einreise gäbe. Es gibt sie aber nicht. Und es ist nicht zuletzt die FDP, die sich gegen sichere und legale Fluchtmöglichkeiten sträubt. Meine Damen und Herren, was wir in der aktuellen Situation brauchen, ist keine symbolische Scheindiskussion um ein Einwanderungsgesetz. Wir brauchen sichere Einreisemöglichkeiten. Sie haben ja selber gesagt, Hesse ist, wer Hesse sein will. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollege Frömmrich für Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach dem Redebeitrag von Frau Faulhaber, den ich jetzt einmal so deute, wir haben ein bisschen hinten in der Bank darüber uns unterhalten, was wollen Sie denn nun eigentlich? Also, ich deute Ihnen einmal so, dass Sie gegen ein Einwanderungsgesetz hier gerade gesprochen haben und dass DIE LINKE gegen ein Einwanderungsgesetz ist. Da muss man doch am Anfang dieser Debatte einmal feststellen, Sarah Wagenknecht und Horst Seehofer Hand in Hand gegen Einwanderungsland Hessen, Einwanderungsland Bundesrepublik Deutschland. Das muss man noch einmal ganz deutlich feststellen, auf welchem Niveau Sie sich bewegen, meine Damen und Herren. Ganz deutlich. Zweiter Punkt vorweg. Der Kollege Di Benedetto hat sich hier geäußert und hat gesagt, warum dann eigentlich die GRÜNEN in Hessen nicht ganz vermehrt und auch Druck auf die Landesregierung ausüben, damit man ein Einwanderungsgesetz initiiert. Und die Innenministerkonferenz oder die Konferenz der Integrationsminister hätte da nicht ordentlich Druck gemacht. Lieber Herr Kollege Di Benedetto, wer ist denn eigentlich in der Bundesregierung? Wer ist denn eigentlich in der Bundesregierung? Wer hat denn eigentlich die Gestaltungsmöglichkeiten in der Bundesregierung und im Bundestag mit der Mehrheit, die man dort hat, die Möglichkeit herzustellen, ein Einwanderungsgesetz zu beschließen, sich hier hinzustellen, uns zu sagen, dass wir uns als Land nicht dafür einsetzen, aber selber die Bundesregierung stellen und nichts unternehmen? Das ist geradezu abenteuerlich, Herr Kollege Di Benedetto, geradezu abenteuerlich. Es gibt überhaupt keinen Zweifel. Kolleginnen und Kollegen, bitte etwas mehr Ruhe für den Redner. Ach so, ist jetzt nur gut. Gut. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, es kann doch überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass die Bundesrepublik Deutschland schon lange ein Einwanderungsland ist. Und es kann überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland ein Einwanderungsgesetz brauchen, meine Damen und Herren. Die GRÜNEN in der Bundestagsfraktion haben vielfältige Initiativen zu diesem Themenbereich gemacht, Gesetzentwürfe, Anträge und anderes. Es gibt gar keinen Zweifel daran, dass Deutschland längst ein Einwanderungsland ist. Was fehlt, meine sehr verehrten Damen und Herren? Das ist unsere Auffassung, ist ein Einwanderungsgesetz, meine Damen und Herren. Aktuell regelt das Einwanderungsgesetz von 2005, wer unter bestimmten Bedingungen zuwandern darf. Die Voraussetzungen sind eng umrissen. Neben einzelnen Ausnahmen können folgende Gruppen zuwandern: Hochqualifizierte, qualifizierte Arbeitskräfte, wenn eine Vorrangprüfung stattgefunden hat, Selbstständige, wenn sie genügend investieren und tragfähige Geschäftsideen haben, Familienangehörige von bereits in Deutschland Lebenden, anerkannte Asylbewerber, die in ihrem Heimatland verfolgt werden, meine Damen und Herren. Die können auch heute schon einwandern. Noch einmal. Zu unserer Haltung, zur Haltung der GRÜNEN. Wir brauchen eine Gestaltung der Einwanderung. Derzeit haben Menschen nur die Möglichkeit, über das Asylrecht und über Flucht einzuwandern oder in dem eben beschriebenen engen Grenzen. Wer möchte, dass das Asylrecht nicht zur Einwanderung genutzt wird, der muss legale Einwanderungsmöglichkeiten schaffen, meine Damen und Herren. Für uns heißt das Einwanderung mit klaren Regeln. Danach können Arbeitskräfte auch über ein Punktesystem nach wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Bedürfnissen in die Bundesrepublik Deutschland einwandern. Die Bedingungen werden durch die jeweilige Regierung oder durch Expertengremien immer wieder neu bestimmt und an den aktuellen Bedürfnissen ausgerichtet. Das ist im Übrigen auch nicht neu, meine Damen und Herren. Das machen alle modernen Einwanderungsstaaten. Das macht Kanada, das macht Australien, das macht Neuseeland, das macht die das macht Amerika. Und von daher glaube ich, dass wir ein Einwanderungsgesetz brauchen, und zwar mit klar definierten Grundsätzen. Und diese Grundsätze bestimmen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und diese Grundsätze, glaube ich, müssen wir dann auch nachvollziehbar in Expertengremien und mit der Regierung festsetzen. Das Verfahren zur Einwanderung muss dann aus dem jeweiligen Heimatland betrieben werden, über die deutschen Botschaften abgewickelt werden. Wer über das Asylrecht oder als Flüchtling einreist und nach einem rechtsstaatlichen Verfahren abgelehnt wird, ist später von der Einwanderungsmöglichkeit in der Regel ausgeschlossen. Das muss man auch ganz deutlich sagen, meine Damen und Herren.
Herr Kollege, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Schluss. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir neben einer wirtschaftspolitischen anderen Verantwortung, die wir haben, in den Hauptfluchtländern auch legale Einwanderungsmöglichkeiten schaffen müssen. Wer Schleppern, Schleusern das Handwerk legen will, meine Damen und Herren, der muss eine legale Einwanderungsmöglichkeit schaffen. Die GRÜNEN sind schon lange dafür, und wir sollten dafür werben, dass wir nach der Bundestagswahl alle gemeinsam dieses Projekt in Angriff nehmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Staatsminister Beuth. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin schon erstaunt, dass die FDP auf das Abschlusspapier der Süßmut-Kommission Bezug nimmt. Dieses Dokument datiert immerhin vom 4. Juli 2001. Sie, meine Damen und Herren von der FDP-Fraktion, haben offenbar die Entwicklung des Erwerbsmigrationsrechts der Europäischen Union und der Bundesrepublik in den letzten Jahren komplett ausgeblendet oder wollen das Rad der Entwicklung zurückdrehen. Inzwischen ist der überwiegende Teil des deutschen Ausländerrechts europarechtlich überformt, Frau Staatssekretärin AD, für zuständig unter anderem für Europa. Das gilt nicht nur für das Flüchtlingsrecht, wo das fast durchweg so ist, sondern auch für das Recht der Erwerbsmigration. Gerade hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz zur Arbeitsmigration beschlossen, welches mehrere EU-Richtlinien umsetzt, die Richtlinie zur Saisonarbeit, zur konzerninternen Entsendung sowie Schüler, Studenten, Forscher und Praktikanten betreffend. Damit wird Drittstaatangehörigen, die auf legalem Wege nach Europa gekommen sind, die Arbeitsmigration innerhalb der Europäischen Union erleichtert. So sollen z.B. Studenten und Forscher leichter zu Studien- und Forschungszwecken in anderen EU-Mitgliedstaaten wechseln dürfen. Auch der unternehmensinterne Transfer innerhalb der EU-Mitgliedstaaten ist erheblich erleichtert worden. Mit solchen Rahmenbedingungen muss man sich auseinandersetzen. 16 Jahre alte Papiere helfen da nicht weiter, meine Damen und Herren. Es ist unter Fachleuten unbestritten, dass Deutschland nach den unzähligen Änderungen der Erwerbsmigrationsrechts im Aufenthaltsgesetz und in der Beschäftigungsverordnung über den europäischen Rechtsrahmen hinaus ein besonders liberales und zuwanderungsfreundliches Recht hat. Die Erwerbsmigration folgt dabei nach den Regelungen der Beschäftigungsverordnung. Erfüllt der Ausländer die Voraussetzungen und hat er ein Arbeitsplatzangebot, bekommt er einen Aufenthaltstitel. Die Beschäftigungsverordnung orientiert sich am aktuellen Arbeitsmarkt und lässt sich leicht geänderten Bedingungen anpassen. Dass außerdem der Lebensunterhalt gesichert sein muss, ist für mich eher eine Selbstverständlichkeit. Das im Antrag der FDP-Fraktion beschworene Punktesystem Kanadas ist aufmerksam zu prüfen. Kanada hat dieses System aufgrund verschiedener Fehlentwicklungen im Jahr 2015 grundlegend überarbeitet. Es fordert inzwischen konkrete Beschäftigungsangebote mit entsprechenden Bezahlungen. Das deutsche Recht, das Zuwanderung sogar zur Jobsuche zulässt und äußerst geringe Anforderungen an die Einkommensgrenzen stellt, geht weit über das Recht anderer Länder hinaus, die sich eigentlich als klassische Einwanderungsländer definieren. Wer einer Steuerung über ein zusätzliches Einwanderungs- und Punktesystem das Wort redet, muss auch zur Frage der drastischen Begrenzung von anderen Migrationsformen Stellung nehmen. Das alles fehlt hier in diesem Antrag der FDP. Ein Einwanderungsgesetz ist keine Antwort auf Armutswanderung. Ein Einwanderungsgesetz ist keine Antwort auf Humanität. Ein Einwanderungsgesetz ist ja nicht als Ersatz für Asyl- oder Flüchtlingsschutz gedacht. Es soll Einwanderung kumulativ zu Asyl ermöglichen. Und da, Herr Kollege Di Benedetto, will ich noch einmal darauf hinweisen. Wenn Sie sagen, es wird auf jeden Fall sozusagen bei dem bleiben an Zuwanderung, was wir im Moment haben, dann müssten Sie bei einem Einwanderungsgesetz dafür Sorge tragen, dass unser Asylrecht an irgendeiner Stelle geschliffen wird. Ansonsten funktioniert das nicht. Meine Damen und Herren, ich glaube, bei dem Thema sollte man weder Ängste verbreiten auf der einen Seite noch Illusionen nachhängen.
Wir haben zunächst einmal die Integration von 1 Million Menschen, die in den letzten 2 Jahren zu uns gekommen sind, vorrangig zu organisieren. Das wird unsere Gesellschaft in einer wirklich sehr herausfordern. Es gibt einen Bedarf an Fachkräften und Arbeitskräften, der auch durch gezielte Einwanderung gedeckt werden kann. Hierzu sind übrigens, das darf man, finde ich, auch in einer solchen Debatte mal sagen, die Interessen, unsere Interessen im Ausland sozusagen ein bisschen klarer zu formulieren. Und ich finde auch, dass man dort nicht alles auf die deutschen Behörden, die im Ausland aktiv sind, sondern eben auch auf die Wirtschaft selbst sozusagen, die Wirtschaft selbst entsprechende Interessen wahrzunehmen hat. Ich finde auch, das gehört mit dazu. In der Tat ist ein Minister, ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. Ich komme zum Schluss. In der Tat ist unser Aufenthaltsrecht nicht unkompliziert und zum Teil stetig erweitertes Stückwerk. Allerdings ist es naiv zu glauben, qualifizierte Einwanderung ließe sich durch bessere Gesetzesformulierungen motivieren. Sei es drum, in dieser Wahlperiode wird der Deutsche Bundestag kein neues Gesetz verabschieden. In der nächsten wird es mit Sicherheit eine entsprechende Debatte über ein Dachgesetz zur Einwanderung geben, das dann vielleicht weniger symbolhaft, mehr an der Sache orientiert diskutiert wird. Dem wird sich Hessen dann auch nicht verschließen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Wegen der Überschreitung der Redezeit verlängert sich die Redezeit der Fraktionen um jeweils 1 Minute. Als Nächstes hat sich gemeldet Herr Abg. Rentsch. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich kann in der kurzen Zeit nur eine ganz kurze Anmerkung machen, Herr Kollege Beuth. Das, was Deutschland in den letzten Jahren versäumt hat, und ich will jetzt mal ausdrücklich sagen, mal neben allen parteipolitischen Debatten gibt es hier eine Mehrheit aus, würde ich mal sagen, Sozialdemokraten, Grünen, FDP, dass wir in diesem Land endlich aktiv werden müssen. Wir haben unterschiedliche Gewichtungen dort. Zwischen Grünen und FDP gibt es die. Aber klar ist, dass Frau Beer zwei wichtige Punkte herausgegriffen hat. Erstens. Wir haben in Deutschland zurzeit eine Situation, wo das Asylrecht als Einwanderungsrecht missbraucht wird. Das kann man an den geringen Anerkennungsquoten sehen, die wir in Deutschland haben. Zweitens. Die Union verhindert seit über, kann man fast sagen, 20 Jahren hier eine gesetzliche Grundlage. Es ist nicht nur ein Problem dessen, dass wir eben dann die Flucht in das Asylrecht haben. Übrigens, kleine Anmerkung, wenn die Kanzlerin so rechtstreu wäre, wie Sie das beschrieben hätten, hätte sie im September 2015 nicht diesen Fehler gemacht. Ich glaube, da können wir uns auch einig sein. Und zum Zweiten ist ganz klar, Herr Beuth, und das ist das, was mich auch als Wirtschaftspolitiker interessiert. Das, was wir in Deutschland falsch machen, ist, dass wir kein Signal an die klugen Köpfe in der Welt senden, dass wir sie hier haben wollen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir unterhalten Kollege Rentsch, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Letzter Satz. Wir unterhalten uns zurzeit um Einwanderung in Sozialsysteme. Das ist ein schwieriges Thema, wenn es um Flüchtlingsbewegung geht. Aber das, was wir dringend brauchen, ist kluge Köpfe aus der Welt, die wir hier in Deutschland dringend für unseren Arbeitsmarkt brauchen. Und da versagt dieses Land leider durch die Haltung der CDU vollständig. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Damit ist auch weitere Wortmeldungen liegen mir nämlich nicht vor. Deshalb ist auch diese Aktuelle Stunde damit abgehalten. Wir haben beschlossen, noch die Tagesordnungspunkte 58 und 59 im Anschluss ohne Aussprache zu behandeln. Wenn ich das richtig sehe, soll der Dringliche Antrag der Fraktion der FDP heute abgestimmt werden. Das ist der Fall. Dann rufe ich auf die Drucksache 19/4709 und bitte um das Zeichen, wer diesem Antrag zustimmt. Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Gegenstimmen? Das sind die Fraktionen der CDU, der GRÜNEN und der LINKEN. Enthaltung? Keine. Die SPD-Fraktion hat nicht mit abgestimmt, wenn ich das richtig sehe. Zugestimmt? Ja. Vielen Dank. War von hier aus für mich nicht erkennbar. Also, dann ist der Antrag abgelehnt mit den Stimmen von CDU, GRÜNEN und Linkspartei bei Ja-Stimmen der Fraktion der Freien Demokraten und der SPD.